Veganer sind gut, das sind immer die Trolle, let's see. Trolle klatschen macht Spaß. Hallo? Hallo. Bist du okay damit, dass das Gespräch aufgenommen wird und auf YouTube hochgeladen wird? Ja, ist Okay. okay. Darf man Nutztiere essen? Nein. Du bist Veganer? Nein. Wie alt bist du? Essen Sie immer Fleisch, okay? Essen Sie immer Fleisch, hat er gesagt. Okay. Und die Antwort auf seine Frage oder auf seine Aussage ist natürlich nein, weil ich ein Gehirn habe, das funktioniert und ich mache nur das, was ich moralisch vertreten kann. Guten Tag. Hallo, bist du okay damit, dass das Gespräch aufgenommen und auf YouTube hochgeladen wird? Ja, natürlich. Darf man Nutztiere essen? Nein. Okay, bist du Veganer? Ja. Eieiei, ja, dann willkommen. Hast du eine Frage? Eigentlich möchte ich jemand grüßen. Darf ich jemand grüßen? Ja. Ich möchte, Mann, ist jetzt gerade raus, Anni, die Miliante grüßen. Ich bin Fan von ihr auf TikTok. Miliante, du meinst die militante Veganerin? Ja. Raffaela, ja, die ist gerade hier. Ja, wir sind alle Fan von ihr. Ja. Folgt ihr auf TikTok, die militante Veganerin 2. Hab ich schon. Ja, super. Ja, vielen Dank, dass du oben warst. Bitteschön, hab ich gern gemacht. Ja. Wolltest du gerade noch was sagen? Nee. Okay. Ja, dann schönen Abend noch. Ciao. Ja, ciao. Okay. Let's try again. Hallo? Schönen guten Darm. Bist du okay damit, dass das Gespräch aufgenommen und auf YouTube hochgeladen wird? Natürlich. Okay, darf man Nutztiere essen? Ja. Darf man Menschen essen? Nein, natürlich nicht. Das Gesetz verbietet das. Das impliziert einen Eigenschaftsunterschied, nennen den Unterschied? Es ist vom Gesetz verboten, was soll ich sagen? Also ich würde jetzt keinen Mensch fressen oder so. So der Kannibale von Rotenburg, der hat das anders gemacht und sitzt dafür jetzt im Gefängnis. Also höre ich daraus, dass es das Gesetz ist. Ja, überprüfen wir das mal auf logische Konsistenz. Darf man Menschen essen, wenn es per Gesetz erlaubt ist? Moralisch gesehen ist das fraglich, aber an sich wäre das kein Problem, wenn das Gesetz nichts sagt. Ich formuliere nochmal um. Ist es laut deiner Moral okay, wenn Menschen gegessen werden, wenn es per Gesetz erlaubt ist? Kommt doch an, was für Menschen, ne? Was gute oder schlechte sind. Also ich würde jetzt irgendeinen Vergewaltiger, dem würde ich schon die Todesstrafe wünschen. Ich glaube, keiner will sein Fleisch essen, aber. Ja, du veränderst gerade die Modalität des High-Posts, deswegen, das sind Menschen, die einfach gezüchtet werden, um gegessen zu werden. Deswegen, das sind keine Vergewaltiger, Mörder oder sonst irgendwas. Genauso wenig wie die Tiere irgendwelche Vergewaltiger oder Mörder sind. Also die werden random gezüchtet und man frisst die halt einfach und die leiden ihr Leben lang. Genau wie Tiere. Bist du Ich okay glaube damit, dass natürlich, sie das würde ich gegessen nicht so werden? gut finden. Ne? Hä? Nee. Nee. Widerspruch. Ja, nicht. Wieder. Widerspruch. Ja. Widerspruch. Okay. Soll ich ihn ja ausformulieren? Ja, bitte. Ja, man darf Tiere essen, Menschen aber nicht, weil es per Gesetz verboten ist und weil es nicht per Gesetz verboten ist. Okay. Okay, hast du eine Rechtfertigung? Warum ich Tiere esse? Yep. Es ist anscheinend nicht das Gesetz. Es ist, wie soll ich sagen, also erster Linie, es ist ein schwaches Argument, aber das kann auch jeder bringen, weil es einfach verdammt lecker schmeckt und diese vegane Scheiße, die es da gibt, irgendein Steak aus Bohnen oder was weiß ich, so eine Scheiße will ich nicht in mich reinessen, weil ich das einfach ekelhaft finde. Darf man Menschen essen, die schmecken? Natürlich nicht. Widerspruch. Nein, es ist nur die Wahrheit. Man darf keine Menschen essen. Erkennst du den Widerspruch an? Nein.
Der Widerspruch lautet, man darf Tiere essen, Menschen aber nicht, weil Menschen nicht schmecken und Menschen schmecken. Proposition und Negation. Die Negation und die Position. Erkennst du den Widerspruch an? Nein. Okay. Ich merke schon, da ist irgendwas anderes faul bei dem. Er hat zwei Rechtfertigungen genannt. Das war einmal das Gesetz und einmal, weil es lecker ist. Beide haben zu Widersprüchen geführt. Er konnte seine Position nicht verteidigen. Cool. Let's try again. Hallo, schönen Tag. Hallo. Bist du okay damit, dass das Gespräch aufgenommen und auf YouTube hochgeladen wird? Ja, natürlich. Darf man Nutztiere essen? Ja. Darf man Menschen essen? Nee. Implizierten Eigenschaftsunterschied, nenn den Unterschied. Es gibt keinen Eigenschaftsunterschied, soweit ich weiß. Aber ich würde auch gerne ein anderes Argument bringen, Ja, einen tatsächlich. Moment, dann ergibt die Aussage Ja. keinen Sinn, dass du in einer Position sagst, in einem Szenario sagst, ja, darf man essen, im anderen nein, darf man nicht essen. Das kann dann nicht vorliegen, weil es müsste dann ein Eigenschaftsunterschied vorliegen, korrekt? Korrekt. Ja, also musst du entweder in beiden Szenarien sagen, ja, darf man essen, oder in beiden Szenarien, nein, darf man nicht essen. Was ist es? Also ich würde sagen, dass uns Nutztiere halt Nährwerte bringen, also Nährstoffe meine ich. So. Ja, also haben wir jetzt doch eine Rechtfertigung, Nährstoffe. Sich. Genau. Ja, überprüfen wir das mal auf logische Konsistenz. Darf man Menschen essen, wenn sie Nährstoffe bringen? Naja. Widerspruch. Das ist Kannibalismus. Erkennst du den Sag nicht Widerspruch an. an? Ja, kenne ich an. Okay, hast du eine weitere Rechtfertigung? Kleinen Moment bitte. Überlege. Also ich wollte halt eigentlich gerade darauf hinaus, dass ich der Meinung bin, dass man Tiere essen darf, weil wenn man sich vegan ernährt und keine also Supplementierungsprodukte isst oder zu sich nimmt, dass man sich schlechter ernährt, meiner Meinung nach. Beziehungsweise ungesünder. Darauf wollte ich hinaus. Okay, ja, ich weiß nicht, ob ich jetzt auf eine Gesundheitsdebatte Lust habe, aber Wenn nicht, dann nicht. Das musst du wissen. können wir machen, aber ist mein Spezialgebiet. Aber ich werde Meins da, tatsächlich nicht. ja, ich weiß deins nicht, deswegen hast du ja auch gerade die Aussage gemacht, dass vegan vielleicht ungesünder ist als nicht vegan. Ja, Was ohne natürlich Supplementierungsprodukte. ist natürlich ein wilder, wilder Claim, aber ich Findest würde du? da. Ja, ich kenne die Okay. Wissenschaft, ich kenne eigentlich jede Studie, die jemals gemacht wurde über vegane Ernährung. Da Ich wäre ich jetzt sehr gespannt, tatsächlich. drehe Videos über die Studien, von daher. Ehrlich, Ja. das habe ich nicht gewusst. Ja, das Gespräch wird jetzt auch aufgezeichnet auf meinem Channel, das da oben steht. Da steht mein Channel über uns, siehst du. Da kommen die Videos. Genau, sind ungefähr Ja. 1500 aktuell. Okay. Okay, gehen wir mal auf die Subs-Sache ein. Man darf Tiere essen, Menschen aber nicht, weil man halt. Das ist eigentlich der Nährstoffclaim, den du gemacht hast, ne? Aber also, wenn man Tiere isst, dann braucht man Jein, diese würde ich Subs sagen. nicht. Was? Also jein, würde ich sagen, mit dem Nährstoffclaim, weil ich meinte ja nur, man kann sich natürlich vegan ernähren ohne Supplementierung, aber ich würde halt sagen, dass es ungesünder ist so. Natürlich, wenn du dich vegan ernährst, kriegst du natürlich auch gute Nährstoffe so. Weil meiner Meinung nach nicht alle. Bin ich mir nicht sicher. Bist dir nicht So. sicher, genau, das ist der wichtigste Punkt. Ja, Also. also ich bin mir nicht sicher, deswegen also möchte ich mich noch nicht vegan ernähren, weil ich zu uninformat also zu unwissend bin in dem Punkt halt. Und da esse ich halt lieber mein Fleisch so, damit ich alle meine Nährwerte bekomme, anstatt vegan zu leben. Und zum Beispiel jetzt auch, wenn ich auf Supplements verzichte, weil ich zu unwissend bin so, dass mir dann ungesund geht so. Ja, ich versuche das erstmal mit der Moralschiene, obwohl es eigentlich genau das gleiche ist wie gerade schon, aber also man darf Tiere essen, weil man ansonsten Subs bräuchte. Da würde ich einfach die Frage stellen, darf man Menschen essen, weil man ansonsten, wenn man das nicht tun würde, Subs bräuchte? Stimmt man nicht. Widerspruch. Richtig. Genau. Gut, dann wäre auch der Punkt vom Tisch und ja, zu den Nährstoffen. Also jetzt können wir zur Ernährungssache switchen. Also ich kann hier, du siehst den zwei Räume über diesem Raum, ist ein Raum, da heißt der Button Info, siehst du das? Ich kann dir da mal kurz was reinsenden. Let's see. Ja, das habe ich actually nicht vorbereitet, aber egal. Ah ja, ich habe schon.
Also es gibt die Wissenschaft, ne, die, das ist ganz genau das, was man als aufrichtiger Mensch, guter Mensch machen sollte, anstatt zu sagen, ja, ich denke, das ist ungesünder oder gesünder und ich denke, Fleisch ist irgendwie nicht schädlich oder schädlich oder vegan ist ungesund. Man macht Folgendes, man hört nicht auf irgendwelche Meinungen, man hört nicht auf irgendwelche Bildartikel. Was man macht, man geht in die Wissenschaft. Dann gehst du irgendwie entweder in Journals, ja, BMC oder JAMA Network oder auf irgendwelche wissenschaftlichen Datenbanken wie PubMed oder so. Und dann guckst du dir die Wissenschaft an, ne? Und gibst da halt ein, Vegan Diet, ne? Oder irgendwie Meat oder sowas, Meat Cancer oder so. Ne? Und dann findest du Studien dazu. Well, du guckst dir. St Entschuldigung, ich hatte einen Disconnect, tatsächlich. Okay, du guckst dir Studien an und dann findest du solche Ergebnisse hier. Und ja, ich kann hier einfach mal ein paar reinsenden, aber das ist halt immer das Gleiche. Natürlich laut Wissenschaft ist diejenigen, die die meisten Pflanzen essen, sind natürlich am gesündesten. Ne? Das ist einfach nur logischer Menschenverstand, weil das Gesunde sind natürlich die Pflanzen. Das ist doch, ist das nicht irgendwie übelst offensichtlich? Stell dir auf einer Seite halt Pflanzen vor: Trauben, Paprika, Mangos, Ja. Knoblauch, Brokkoli und auf der anderen Seite Speck, Butter, Eier, Milch. Ja, was ist wohl Ja. gesünder? Natürlich sind die Pflanzen gesünder. Deswegen siehst du natürlich linear, dass es so ist, wie bei der dritten Grafik jetzt, ne, mit den roten, blauen Pfeilen. Ja, Ist sehe es ich. linear, je weniger Tierprodukte du isst, umso gesünder wirst du. Und das sind gigantische Studien, die gehen über Jahrzehnte. Und das sind halt die Auswertungen davon. Das ist natürlich, die Veganer sind natürlich die gesündesten Menschen. Das ist, sollte ziemlich offensichtlich sein. Aber sieht man das dann halt auch im Blutbild so, wenn ich jetzt Ja, was zum meinst du Arzt mit gehe? Blutbild? Guck mal, das, worauf du jetzt anspielst, das kann ich auch mal kurz erklären, Ja. das ist dieser Punkt, dass Menschen hingehen und denken, ja, warte mal, aber ich habe zum Beispiel eine Studie gesehen, die es tatsächlich gibt, ne, mehrere sogar, wo man Veganer untersucht hat, auch in den ganzen Ernährungsstudien, da guckt man sich auch immer Nährwerte an, dann findet man auf einmal raus, ja, Veganer haben Jodmangel, Veganer haben B12-Mangel und ja, noch vielleicht noch irgendein Mangel, ne, fällt mir fallen gerade nur die zwei ein, die wirklich per Studien wirklich nachgewiesen wurden. Ja, und dann denken die Menschen, ja, jetzt sind die Veganer ungesünder. Well, da gibt es zwei Punkte zu beachten. Punkt Nummer eins, es gibt keine Ernährungsform, bei der man keine Mängel hat. Sowas gibt es nicht. Zeig mir, bei welcher Ernährungsform man keine Mängel hat. Es gibt eine Studie, die zeigt, dass du als Veganer die wenigsten Mängel hast und die meisten Mängel hast du bei einer omnivoren Ernährung, also wenn du alles isst. Und Okay. der zweite Punkt ist, auch wenn wir hingehen und sagen, was ja tatsächlich so ist, wenn wir hingehen und sagen, Veganer haben Mangel daran und daran und daran, was für eine Relevanz spielt das, wenn wir Health Outcomes haben, also die Endergebnisse? Okay, Veganer haben Mängel. Ja, und Veganer haben Mängel und sind die gesündesten von allen. Ja, was für eine Relevanz spielt, was für Mängel wir haben, wenn wir die gesündesten von allen sind? Verstehst du? Verstehst du die Logik dahinter? Ja, habe ich verstanden. Genau, das muss man sich angucken. Es interessiert nicht, wer welche Mängel hat. Das, was dich interessiert, sind Health Outcomes. Ne, die Wissenschaft guckt sich an, okay, hier haben wir fünf Ernährungsformen. Bei welcher Ernährungsform hast du die niedrigste Wahrscheinlichkeit für Diabetes? Oder vegane Ernährung. Ja, Veganer haben die niedrigste Wahrscheinlichkeit für Diabetes und haben die meisten Mängel, zum Beispiel jetzt als Beispiel. Die haben die wenigsten, aber sagen wir mal die meisten. Was so eine Rolle spielt, ob wir die meisten Mängel haben. Wir haben die niedrigste Wahrscheinlichkeit für Diabetes. Dann kann man so gesagt sagen, ich will die meisten Mängel haben. Weil anscheinend korreliert das irgendwie miteinander, dass wenn man die meisten Mängel hat, ist man am gesündesten. Das hat wahrscheinlich irgendwas Ja. damit zu tun, dass man weniger Kalorien isst, ne, und dadurch weniger Schlechtes isst und dadurch gesunder wird. Aber ja, darauf sollte man achten. Also sich immer Health Outcomes angucken. Das gleiche gilt auch zum Beispiel bei Haustierernährung. Okay. Haustierernährung, ja, dafür sind wir ja nicht hier. Ja. Aber das kann ich auch debaten, Haustierernährung. Da kenne ich mich auch aus. Interessant, interessant. Ja. Ja, also das war auch eigentlich mein einziger Punkt so. Ich habe das Tierleid schon anerkannt so, finde ich auch schade so und so, ja. Es war halt nur das, ich dachte, was du ja jetzt widerlegt hast, dass wenn man vegan sich ernährt, dass man dann ungesünder lebt, aber das ist ja anscheinend nicht richtig. Hast mir Genau, ja das. Studien gezeigt. Dann hast du mich da an dem Punkt. Ja, das Dann werde ich ist. vegan, weil sonst lebe ich ja in einer
Sonst bin ich ein Heuchler. Genau, wer nicht vegan ist, ist ein Heuchler und lebt in kognitiver Dissonanz. Das heißt, also in kognitiver Dissonanz lebt so und so jeder. Also als ich noch kein Veganer war, wusste ich auch, dass ich in kognitiver Dissonanz lebe. Kognitive Dissonanz heißt einfach, du hast Wertvorstellungen in deinem Kopf und du handelst gegen deine eigenen Wertvorstellungen. Sowas wie, ich liebe Tiere, ich esse Tiere. Ja, das ergibt ja keinen Ja. Sinn. Also liebst du jetzt Tiere oder nicht? Ja, von Also daher, an ja. dem Punkt war ich ja schon. Es war halt, wie gesagt, nur diese, sag mal, diese Hürde, dass ich mir halt Sorgen darüber gemacht habe, dass es halt ungesünder wäre. Aber ist es ja nicht. Ja, ich kann dir meine Videos dazu empfehlen. Also stöbe einfach meinen Kanal durch. Ich habe sehr, sehr viele Videos zu diesem Thema gemacht. Und ja, wenn du Angst hast vor irgendwelchen, dass du irgendwelche Imbalances hast, Mikronährstoff-Imbalances oder dass dir irgendwas fehlen könnte, nimmst du einfach, machst du das, was ich mache. Ich habe jetzt vor 2 Monaten oder so angefangen, halt ein Präparat zu mir zu nehmen. Ich habe auch ein Video darüber gemacht. Da ist alles enthalten. Da sind alle Vitamine und Mineralstoffe einfach drin. Ne, dann nimmst du einfach 2 Stück am Tag und dann hast du einfach alle. Ne, kannst du machen, wenn du es dir leisten kannst. Musst du aber auch nicht. Ne? Du kannst auch einfach Vitamin B12 nehmen, dann hat es die Sache auch erledigt. Ja. Okay. Aber auch, ne, du musst verstehen, den Studien, wo überprüft wurde, wer sind die gesündesten, das sind halt Menschen, die also Veganer, die keine Supplements genommen haben, auch Veganer, die Supplements genommen haben. Und trotzdem, ne, wenn du die alle vermischt, trotzdem sind Veganer immer noch die gesündesten von allen. Deswegen ist Auch ohne das. Supplements. Ja, es gibt Veganer, die nehmen keine Supplements, weil die denken, die kriegen irgendwie das B12 aus der Erde oder sowas. Kriegen die auch keiner, wenn die wirklich alles selbst anbauen und wenig abwaschen und sowas. Dann kriegen die ein paar Spuren davon, aber kann man absolut nicht empfehlen, weil es gibt Wissenschaft, die zeigt, wie sich der B12-Spiegel bei Veganern abbaut. Von daher kann ich das Da auf kann keinen man ja Fall einfach empfehlen. B12 supplementieren. Also, ne? Da kann man dann ja einfach B12 supplementieren, da hat man das ja, oder? Genau. Oder so ein Ja. Multiding, wo du direkt alles hast. Also, weil es gibt Studien, die zeigen, Veganer haben B12-Mangel, dann gibt es Studien, die zeigen, Veganer haben Jodmangel. Und von daher kannst du dann, keine Ahnung, wenn du willst, einfach so ein Multiding nehmen. Ne? Kann jeder selbst entscheiden. Okay. Ja, vielen Dank für das Gespräch. Ich Ich danke dir, wünsche einen dass du schönen da Abend. warst. Ja, dir Kein auch. Problem. Ciao. Ja, es war doch mal ein netter Gesprächspartner. Auch ein bisschen mal Ernährung durchgekaut, ist bestimmt auch interessant. Er hatte 2 Trades genannt. Das waren Nährstoffe und Subs. Beide haben zu Widersprüchen geführt. Okay.